Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Im letzten Teil hatte ich euch gezeigt, wie man Schaltplansymbole aus Projekten von dritter Seite, die man erhalten hat, importiert in seine Bibliotheken, um die dann zukünftig selbst zu verwenden. Und heute möchte ich euch das anhand von Footprints zeigen. Wir öffnen unseren Platinen-Layout-Editor. Und wir haben hier unser RS485, ist das gleiche wie das Symbol vom vorangegangenen Tutorial. Ich markiere diesen Footprint und mit Steuerung E lade ich jetzt den Bauteil oder Footprint Editor. Der alternative Weg, ich zeige Ihnen hier nochmal, ist der Rechtsklick und dann Footprint Editor öffnen bzw. die Tastenkombination Steuerung E. So, wir haben das hier drin. Als nächstes müssen wir hier mal prüfen oder empfehle ich dann immer zu prüfen, ob die Referenzen, Werte und so weiter, die hier angezeigt werden, alle für die eigenen Bedürfnisse passen. Notfalls kann man sie auch für seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Das gilt vor allen Dingen hier für die Referenz. Wer hier also Board nicht haben möchte, kann hier einen anderen Referenzwert eintragen etc., um das vielleicht etwas für sich persönlich anschaulicher zu gestalten. Und dann hier nochmal die lokalen Abstände zu prüfen und die 3D-Einstellungen. Hier könnte ich jetzt ein 3D-Modell importieren, soll ich denn eins habe und das hier noch hinzufügen. Zum Schluss bestätigen wir mit OK. Ich breche mal an dieser Stelle ab. Dann wird das, wie gesagt, mit OK gespeichert. Auch hier nochmal die Pads prüfen. Ich markiere mal eins. Mit der Taste E kann ich mir jetzt die Pad-Eigenschaften aufrufen. Auch hier sollte man nochmal kontrollieren, Bohrdurchmesser. Entsprechende Größen. Ist das für die eigenen Bedürfnisse ausreichend oder muss ich hier eventuell noch Anpassungen vornehmen? Mit OK dann bestätigen oder abbrechen, wenn man nichts geändert hat. Haben wir das alles gemacht? Gehen wir hier oben ins Menü auf die Position Datei und wir haben hier unten Footprint exportieren und ich gehe hier drauf, Footprint exportieren. Normalerweise wird dann hier der KiCad oder der Home-Ordner angezeigt. Durch diesen vorhergehenden Test wird mir hier schon meine Library angezeigt. Das hat er sich gemerkt. Ich öffne dann also hier KiCad Libraries und wir sehen jetzt hier verschiedene Libraries, meine eigenen, die ich hier schon importiert habe oder die ich benutze. Und wir haben also hier den Arduino.Preddy. Da möchte ich jetzt mal unseren RS485 KiCad-Mod abspeichern. Das ist also unsere Footprint-Bibliothek, im Prinzip nichts anderes als ein Ordner. Und wenn ich die jetzt hier öffne, sehen wir hier die drei Bauelemente, die sich bereits darin befinden. Und hier oben wird uns schon ein Name vorgeschlagen, nämlich RS485 Board.KiCad-Mod. Das ist die gleiche Dateibezeichnung wie hier schon in den vor importierten Elementen. Und ich klicke jetzt hier nur noch auf Speichern und erhalte die Meldung, hurra, das hat alles funktioniert. Wir bestätigen mit OK. Und ich sehe jetzt hier oben in meinem Bauteil oder Footprint-Dateistamm die Bibliothek Arduino, die ist schon implementiert und angemeldet über die Bauteilbibliotheken. Jetzt ist es hier noch nicht zu sehen. Ich mache das mal alles zu. Wir speichern. Ich mache auch nochmal hier zu. Hier verwerfen wir mal die Änderung. Und wenn ich jetzt nochmal unseren Footprint Editor öffne und hier in die Arduino-Bibliothek gehe, sehe ich, hurra, ich habe also hier ein neues Bauelement in dieser Bibliothek. Der alternative Weg ist, wenn ich das in eine eigene neue Bibliothek importieren möchte, gehe ich einfach hier in meinen KiCad-Ordner mit lib und wir sehen also hier unsere Arduino.Preddy und ich mache hier nichts weiter als Rechtsklick, neuen Ordner anlegen und den nenne ich jetzt mal Tutorial. Preti, bitte nicht vertippen. So, damit ist der jetzt hier angelegt und ich hätte jetzt hier eine leere Bibliothek und ich könnte jetzt den gleichen Weg gehen. Ich öffne jetzt hier wieder unser KiCad-Programm, mache die Platine auf, markiere das,
Steuerung E. Wir Footprint Editor wird geladen, wir exportieren und diesmal gehen wir eine Zeile nach oben in lib, öffnen das und wir speichern. Auch hier ist der Footprint jetzt in diese neue Bibliothek exportiert worden. Ich öffne das nochmal, meinen Datei-Explorer, öffne das hier, Tutorial Ready, und wir sehen, unser Bauelement ist jetzt hier abgelegt als Element dieser Bibliothek. Was ich jetzt natürlich noch machen müsste, ist hier über Einstellungen verwalten der Footprint-Bibliotheken diese Bibliothek hier über hinzufügen, noch im Programm anzumelden. Das mache ich jetzt nicht, das probiert er mal selber aus, ob er das hinkriegt. Das übt auch gleich ein bisschen. Gezeigt hatte ich es ja bereits schon in mehreren Tutorials. So, ein kleiner Ausblick auf das nächste Tutorial. Das wird dann das Importieren eines Footprints aus einer DXF- bzw. SVG-Datei sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch viel Spaß beim KiCad-Konstruieren und bis zum nächsten Mal. Euer Tom.